Zurzeit gibt es sehr viele FDK-Decks, coole Kombos und sehr viele verschiedene Decks. Doch ich wette, ein Deck könnt ihr nicht. Ja, heute mal wieder ein anderes Deck, beziehungsweise eine andere Combo, und zwar Necros Combo. Ja, dieses Deck habe ich mir nicht alleine ausgedacht. Nein, dieses Video ist entstanden zusammen mit Aubertin. Link auch unten in der Infobox. Schaut einfach mal bei ihm vorbei. Und ja, er hat die Deckliste erstellt und er wird gleich auch nochmal natürlich ein Replay zeigen, wie das Ganze funktioniert. Aber wir gehen jetzt hier erstmal auf die Deckliste ein. Und zwar, ja, Christian, da brauche ich nichts drüber sagen, glaube ich. Ne? Super starke Karte. Fender Spezialbeschwörung, sehr, sehr stark. Ist in diesem Deck searchbar und Fender Spezialbeschwörung und einfach rufbar. Also in diesem Deck jetzt hier sehr, sehr geil auf jeden Fall. Ja, dann Gigantes hier ein Extender, der searchbar ist. Und ja, man will ihn halt generell nicht auf der Starthand haben. Wenn man ihn hat, ja, dann search man halt den anderen. Also ist eigentlich okay, ist okay. Also deswegen zwei. Hier genauso mit dem Phantom. Man sieht ja schon, Aurora Dawn ist ja drin. Und ja, ne, wir wollen halt einen im Deck haben. Dann Birdman. Für die Combo brauchen wir einen Tuner Level 3. Deswegen Birdman, weil er ist Tuner Level 3 und kann sich sehr speziell beschwören, was sehr cool ist. Dann natürlich Crusadier, der auch Level 3 und Tuner. Ja, dann Despot 003. Ja, unser Starter überhaupt. Mit dieser Karte können wir eigentlich alles machen. Ist eine 2-Karten-Combo und ist sehr, sehr stark. Ja, ist eigentlich sehr gut. 001 spielt man hier dreimal drin. Warum dreimal? Wenn auch hier wollen wir aus dem Deck speziell beschwören. Einmal mit Needle Fiber und einmal natürlich, ja, dann auch mit den 003. Und wenn wir halt einen ziehen und nur zwei spielen, dann ist das halt schon ein bisschen hinfällig. Deswegen natürlich drei. Ja, Trishula, ein sehr starkes Necros-Monster. Natürlich hier drin auf jeden Fall. Bei Kyros halt ein auch. Dann hier Targetbar-Schutz, natürlich sehr gut. Wenn man kombot, kann man ihn searchen oder man hat den Hard Draw und dann hat man einfach Protection vor gewissen Handtraps, nicht allen, aber vor gewissen zumindest. Brionax, searchbar, klar. Benton, hier unsere searchbare Karte für halt Christian. Benton natürlich super gut hier in der Kombination. Unicorn, ja, auf 3, super Karte. Level 4, was hier auch sehr relevant ist für die Combo. Sehr, sehr cool. Dann haben wir Necros of Chrysalia. Dann haben wir ja nochmal den Searcher für den Searcher, auch sehr, sehr cool natürlich. One for One, einfach um halt besser in die Combo gehen zu können. Verstärkung für den Medi, selbsterklärend, beste Karte. Bei den Necros-Spells kann man noch ein bisschen drauf eingehen. Dieses Deck ist halt ein Combo-Deck und ja, die Necros-Elemente sind hier natürlich drin, aber das Deck basiert nicht nur auf Necros. Die Wincon ist eigentlich das Feld zu legen. Dementsprechend ist natürlich hier die Zauberkarte ein bisschen reduziert, da weil sie halt quasi breaken sozusagen. Ja, dann kommen wir halt zu Call by the Grave, klar, ne? Wir wollen nicht interrupted werden, dreimal drin. Extra Deck, ja, man kann sie hier sogar normal rufen, was eigentlich dann doch sehr besonders ist, denn normalerweise ruft man diese Karte halt eben nicht normal mit der Beschwörungsbedingung. Dann gehen wir weiter hier zu den Zolk'in. Ja, Zolk'in, super Karte, holt uns natürlich den Crystal Ring, also ganz klar hier natürlich drin. Savage Dragon, ihr habt schon gesehen, Aurora Dawn Action ist hier drin und ja, wo Aurora Dawn ist, ist Savage nicht weit, deswegen Savage Dragon hier drin, super Karte natürlich. Korallendrache brauchen wir hier für unseren Zolk'in und auch, gute Karte auf jeden Fall. Dann haben wir ein Level 4 Synchro-Monster und jeder fragt sich, yeah, warum spielt man das denn jetzt? Ganz einfach, ja, er ist ein Level 4er und damit ein Extender für die Combo und Herald kann man nur dreimal spielen und deswegen ist hier die Karte drin. Herald, hier dreimal, beste Karte, triggert mehrfach in der Combo, super, super gut. Dann haben wir hier den Granit, der natürlich super ist, um halt eben unser Gigantes zu searchen, was halt ein Extender ist. Daigus Thermal, um die Herolde zu recyceln. Dweller, super Karte, Nummer 60 hilft auch die Combo weiterzumachen und dann unsere zwei Link Monster, natürlich Aurora dann und unseren Needle Fiber und ja, ich würde sagen, es fällt auf, dass hier wenig Link-Monster drin sind. Das hat auch einen ganz klaren Grund, denn Aurora dann lockt uns in, ja, in, also du darfst keine Link-Beschwörung mehr machen. Das heißt also, wenn die Aurora ruft und wir rufen ihn sehr, sehr früh in der Combo, das bedeutet also, deswegen ist es schon logisch, dass hier wenig Link-Monster drin sind, weil ihr eh keine Link-Beschwörung machen könnt und nur noch auf Synchron-Exit halt zurückgreifen könnt, beziehungsweise auch natürlich hier, wie ihr seht, ein Fusionsmonster. Ja, aber jetzt reden wir nicht lange drüber, sondern wir wollen die Combo einfach mal ansehen und da gebe ich einfach mal weiter an Aubertin, denn der zeigt uns jetzt die Combo. Hallo YouTube, ich bin's Aubertin und ich darf euch heute einmal die zwei Karten Necros Deathbot Combo zeigen, die ein Board aufstellt, was ziemlich, ziemlich krass ist. Was wir dafür brauchen, ist, wir brauchen einmal Deathbot 003 und ein Level 3 Tuner Monster, was ich selber spezial beschwören kann. In dem Fall haben wir hier Arboria, das geht aber auch mit anderen Level 3 Tuner Monstern, die ich selber spezial beschwören können. Aber dann würde ich sagen, ich zeige euch mal, wie die Combo funktioniert. Als erstes, normal beschwören wir einmal Deathbot 003, der spezial beschwört aus dem Deck Deathbot 001, die hier, das ist ein Tuner Monster, Level 1. Mit diesen beiden Monstern können wir einmal Crystron Heike Firebreaks machen.
Hagi Freibags, Spezialbeschwörer aus dem Deck, ein Tünermonster. In unserem Fall Despot 001. Zwei Gründe, wir brauchen Despot 001 im Friedhof und Despot 001 ist ein Maschinenmonster. Und mit diesen beiden Monstern, nämlich Hagi Freibags und Despot 001, können wir jetzt einmal Mecha Phantom Beast Ororadon machen. Ororadon hat die Fähigkeit, dass es auf Link-Beschwörung drei Token spezialbeschwört. 1, 2, 3. Die Fähigkeit von Despot 001 in unserem Friedhof ist, wenn zwei oder mehr Maschinenmonster gleichzeitig spezialbeschworen werden, können wir die Karte spezialbeschwören. Dadurch, dass es kein Monster-Beturn-Effekt ist, bekommen wir einmal beide Despot 01 zurück. Und jetzt kommt quasi der Necros-Part mit den Herald-Kombos. Wir nehmen nämlich einmal einen Despot 01 und einen Token und machen aus den Herald Nummer 1 und aus dem zweiten Token und dem zweiten Despot 03 machen wir einmal Herald Nummer 2. Diese beiden überlagern wir jetzt einmal für einen Rang 4 Monster. Rang 4 unserer Wahl ist in dem Fall Galant Granit. Der kann es nämlich einmal, wenn wir ein Material abhängen, ein Felsmonster suchen. Das Felsmonster unserer Wahl ist in dem Fall einmal Gigantes. Jetzt dürfen wir durch Herald einmal eine Karte suchen und wir suchen uns einmal Necros of Unicorn. Jetzt nutzen wir die Fähigkeit von Ororadon, zerstören zwei unserer Monster. Ein Spezialbeschwörer aus unserem Deck, einmal ein Mecha Phantomies Monster. Das Monster unserer Wahl ist einmal Coldwing. Coldwing hat die Fähigkeit, wenn er spezial beschworen wird, zwei Token spezial zu beschwören. Ich denke mal, ihr wisst, worauf es hinausläuft. Er spezial beschwört zwei Token. Allerdings bekommen wir noch einmal den Search durch den Herald, der auf Friedhof gegangen ist, für Necros Kaleidoskop. Jetzt spezial beschwören wir zwei Token. Und durch die beiden Token bekommen wir logischerweise wieder unsere Despot 01 zurück vom Friedhof. Jetzt gibt es wieder ein paar Synchro-Beschwörungen. Synchro-Beschwörung Nummer 1 geht ganz, ganz klassisch einmal auf den Herald. Synchro Nummer 2 geht einmal auf dieses Monster, was ihr wahrscheinlich noch nie gesehen habt. Das ist das Monster Old Entity Ketuga. Ketuga hat die Fähigkeit, wenn wir ein XC-Monster beschwören, dass wir eine Karte ziehen können. Und das ist auch kein Monster-Turn-Effekt. Für die Kombo nicht relevant, aber wichtig, dass wir den Effekt haben. Denn wir überlagen jetzt einmal unser Phantom Beast-Monster und Ketuga für Daigustu Emerald. Jetzt können wir einmal eine Karte ziehen. Und jetzt nutzen wir Daigustu Emeralds Effekt, hängen Material ab und mischen drei Karten wieder zurück ins Deck. In dem Fall Ketuga und zweimal Herald. Dann dürfen wir wieder eine Karte ziehen. Und jetzt spezialbeschwören wir einmal aus unserem Extra-Deck ein Tiss. Ein Tiss hat die Fähigkeit, dass wir sie spezialbeschwören können, wenn wir ein Synchro-Monster und ein Xy-Monster auf den Friedhof legen. Der Grund, warum wir das gemacht haben, ist, damit wir den Search von Herald bekommen auf unseren Bryonek. Jetzt beschwören wir einmal Necros of Unicorn, indem wir Kaleidoskop aktivieren und einen Herald auf den Friedhof schicken. Dann spezial beschwören wir einmal Unicorn. Dann bekommen wir einmal den Search von unserem Herald auf Benten. Jetzt überlagern wir einmal unsere beiden Monster für Nummer 60, Dugaris, der Zeitlose. Der hat die Fähigkeit, dass wir zwei Materialien abhängen können und ein Monster von unserem Friedhof spezial beschwören können. Genau das machen wir auch jetzt. Wir spezial beschwören einmal Coldwing zurück. Coldwing hat ja wieder die Fähigkeit, dass er zwei Token beschwört. Aber bevor wir den Effekt nutzen können, müssen wir noch einmal einen Tiss-Effekt im Friedhof benutzen, um eine Karte auf dem Spielfeld zu zerstören. Wir müssen also unseren eigenen Dugaris zerstören, damit wir wieder genug Platz auf dem Feld haben. Dann machen wir das einmal. Zerstören Dugaris. Spezial beschwören wieder unsere zwei Token. Und es kommt logischerweise wieder Despot 001 zurück. 1 und Nummer 2. Jetzt nutzen wir einmal Bryonek's Effekt, um uns unsere Hand einmal Clausulas hinzuzufügen. Und mit Clausulas fügen wir unserer Hand einmal die Ritualzauberkarte hinzu, nämlich Necros Cycle, weil wir die gleich für die Kombo noch brauchen. Jetzt machen wir ein bisschen Synchro-Stuff. Wir synchronisieren einmal unsere beiden Monster. Es ist ganz wichtig, dass ihr das Token nehmt, was unter Ororadon ist, weil wir diese Zone brauchen für Arboria. Deswegen nehmen wir einmal das Token unter Ororadon weg und den Despot und speziell beschwören einmal unseren Herald. Dann nehmen wir das, den anderen Despot 01 und unseren Coldwing. Der bekommt nämlich dieselben Level dazu wie die Token. Die Token sind Level 3, das heißt, er ist jetzt Level 7. Also wir können ein Level 8 Synchro machen. Und wir speziell beschwören natürlich das beste Level 8 Synchro-Monster. Das ist in dem Fall der Warlord Savage Dragon. Der bekommt einmal Needlefiber Angler als Material, kriegt also zwei Counter, hat also zwei Negates. Jetzt haben wir noch hier unseren Level 3 Token und wir haben noch einmal Benten und Arboria in der Hand. Was wir jetzt machen, ist relativ simpel. Wir spezial beschwören Arboria, damit wir das Thynomonster eigentlich auf dem Feld haben. Dann nutzen wir einmal unseren Token und Arboria und spezial beschwören einmal den Korallendrache. Der Korallendrache ist ein Thynomonster, Level 6. Dann aktivieren wir einmal unseren Necros Cycle, damit wir einmal Bryonek aus dem Friedhof spezial beschwören können und Benten einmal als Tribut anbieten können für die Beschwörung. Benten wird dabei gebanished, weil wir den Herald of the Arclight noch auf dem Feld haben und Karten, die von Hand auf den Friedhof gehen, werden stattdessen verbannt. Der Grund dahinter ist relativ simpel, sage ich euch gleich noch was dazu. Das heißt, wir spezial beschwören erstmal Bryonek zurück, dann bekommen wir jetzt einmal den Search durch Benten, weil wir die einmal als Tribut angeboten haben und wir suchen uns einmal Arclight Christia.
Jetzt nutzen wir einmal Galant Granit und Spezialbeschwören Gigantes. Der muss ja ein Erdemonster banishen, um sich zu beschwören. Dann überlagern wir unsere beiden Monster einmal für einen Abyss-Dweller. Als nächstes Spezialbeschwören wir einmal Ultima Erzeugin. Jetzt nutzen wir einmal den Effekt vom Korallendrachen und ziehen eine Karte. Dann nutzen wir einmal den Effekt vom Abyss-Dweller und hängen einmal Herald of the Arclight ab, damit wir einen Search bekommen für eine Ritualzauberkarte. In dem Fall Necros Cycle. Ist eigentlich vollkommen egal, es muss eine Zauberkarte sein, die wir setzen können. Denn diese Karte setzen wir jetzt auch einmal, damit wir über den Effekt von Ultima Erzeugen einmal einen Drachen-Synchromonster aus einer extra Spezial beschwören können. Das Monster, was wir Spezial beschwören, ist der Crystal Wing. Das ist halt ein Monster Negate. Und wenn wir unseren Friedhof gucken, haben wir in dem Friedhof 1, 2, 3, 4 Fee-Monster und können also zum Abschluss Arclight Chrystia Spezial beschwören. Und das ist unser Endport. Wir sind also mit einer 2-Karten-Kombo effektiv plus 7 gegangen. Die zwei Handkarten, die wir jetzt haben, sind vollkommen random. Alles andere, was auf dem Feld ist, ist mit dieser 2-Karten-Kombo immer machbar. Wir haben also ein Monster-Negate, ein Omni-Negate, eine Karte, die alle Friedhofseffekte stoppt und es können keine Monster mehr spezial beschworen werden. Das ist mein Endboard. Ja, danke auf jeden Fall an Aubertin, dass er uns die Kombo gezeigt hat. Und ja, Leute, was haltet ihr davon? Wenn das nicht mal eine starke Kombo ist, eine 2-Karten-Kombo, die so ein mächtiges Feld legt, ist doch schon sehr, sehr gut. Ich meine, ist halt wirklich eine starke Kombo. Was haltet ihr von der Kombo? Schreibt einfach mal in die Kommentare, ob ihr die Kombo schon kanntet und ob ihr sagt, ob sie zu stark ist und ob ihr sagt, ah, dann kann man aber schon interrupten, da an dem Punkt. Schreibt einfach mal unten in die Kommentare und nochmal ein vielen, vielen Dank an Aubertin, dass er hier geholfen hat bei dem Video. Und ich würde sagen, das war's von mir und bis bald!